Einen wunderschönen guten Tag damit recht herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge vom Let's Play Omni 2, der Omnibus Simulator. Wir befinden uns hier und heute auf der Karte Alheim-Lauensbach updated und das Ganze mit einem Bus, der sich, wie ich finde, wunderschön an die wunderbar winterliche, gut, optimal wäre natürlich Weihnachtslandschaft zu sagen, ist halt aber leider nicht mehr. Mist, hab die Generation versaut jetzt. Ist egal. Passt er sich wunderschön im Schnee an, würde ich sagen. Und genau, das ist ein Neoplane Centroliner Euro 3, der N4416, den wir da haben. Den sind wir ja schon mal vor einiger Zeit, als er rausgekommen ist, gefahren. Jetzt gab es zwischen einige Updates. Und ja, genau, machen wir halt einfach nochmal, würde ich sagen. Ne? Dafür stehen wir jetzt hier in Tubental und fahren die 831 an einem, ich glaube, Sonntag oder sowas habe ich eingestellt. Im Schnee, wie wir sehen. So, ist egal, ob es kalt draußen ist. Fenster ist Pflicht und natürlich ein bisschen Heizung. Ein bisschen ist relativ. Ja, guck mal, hört sich doch schon mal nach Heizung an. Das gefällt mir. So. Ansonsten sind wir natürlich die 831. Nee, da stehen wir gerade. Zur Vero-Siedlung. Super. Dann haben wir das auch schon mal alles eingestellt. Ich vermute mal, der da vorne würde sich freuen, wenn wir da uns mal langsam zu ihm bewegen, weil es könnte ein bisschen kalt draußen sein, wobei ich ihn enttäuschen muss, im Bus ist es auch kalt. Oh ja, und rutschig. So. Trotzdem einen schönen guten Tag. Hallo. Ist das jetzt die Standheizung? Wahrscheinlich schon. Wir haben Abfahrt um 45, habe ich mal geguckt. 44. Ja, ich glaube mal bei dem Schnee werden wir eh noch ein bisschen Verspätung sammeln. Also, komm. Was soll der Geiz? Abfahrt. Und ich glaube, hier so im letzten, hintersten Winkel, wo wir uns da gerade befinden, wird das jetzt nicht so schlimm. Boah, was ist das denn jetzt hier? Ja, meine Güte, was ist denn ein Problem? Ich weiß es nicht genau. Ich habe Vorfahrt. Okay. Und ein Hänger in der Sprache, das habe ich auch noch zusätzlich. Den gibt es gerade oben drauf heute. Es steht ja halb in der Kreuzung, ne? Als ob ich nicht ausholen müsste oder so. Naja. Ich fand das mal ganz cool, weil ich glaube, guten Tag, hier vorne hört man nicht ganz so viel, habe ich mal gehört. Ach, es ist ein bahnbrechender Witz. Ja, ne, deswegen habe ich gesagt, setzen wir uns mal ein bisschen hinten rein. Hört man ein bisschen mehr. Ansonsten, ja komm, sind wir mal ganz kurz so seriös. Und irgendwie habe ich gerade so ganz leichte Déjà-vus, was ihr jetzt nicht wissen könnt. Ich habe das Ganze ja schon mal irgendwie probiert aufzunehmen. Ja. Und dann mein Direct 3D Device so und Omsi dann so. Ja, genau, so ungefähr müsst ihr euch das vorstellen. Ja, ich bin aber nicht weitergekommen als bis hier. Von daher, ab jetzt ist alles neu, Premium und innovativ. Ich darf nicht abbiegen, weil das vor der. Achso, alter Bahnhof. Ist das hier? Haben wir das schon? Ne, noch nicht, ne? Das ist die zweite Tür. Alter Bahnhof. Bahnhof Tubental. Bahnhof Tubental. So, mir gerade überlegt, lassen wir das den digital. Ja, ich muss da mal ganz kurz ausschwenken. Tut mir leid, wenn. Das sieht irgendwie. Das sieht irgendwie. War gerade so eine Mischung aus. Wir müssen da irgendwie schnell rüber und irgendwie slidet das so ein bisschen. Hätte auch ein bisschen langsamer machen können, ja, auf der anderen Spur, ne? Finde ich eigentlich schon. Finde ich nicht korrekt bei deiner. Ach, wir haben sogar Autoniedling. Krasses Ding, du. So. Dann wollen wir da einmal ganz vorsichtig rum. Und dann schauen wir mal, wer hier so am Bahnhof alles wartet. Swoosh. So, ihr seid schon ein paar, ne? Wunderbar. Guck mal, sogar mit Kneeling. Das heißt, ihr könnt wunderbar ganz, ist nicht ganz ebenerdig, aber zumindest ein bisschen cooler einstellen. Ist das nicht ein Service hier? Du schau dir das mal an. Tageskarte, noch mehr Service. Äh.
Bitte schön. Natürlich. Okay. Habt ihr was gesehen? Nee, ich nehme mich auch nicht. Von daher dann können wir uns alle drauf committen, dass das in Ordnung ist. So, die Sonne steht so tief. Jetzt habe ich heute Morgen schon, was war heute Morgen, heute Mittag, gemerkt, als wir dann draußen waren wir kurz nach 12. Ist ja Ende Dezember, vielleicht ist es für euch sogar schon, für euch ist es sehr wahrscheinlich schon Anfang Januar. Herzlich willkommen im neuen Jahr 2020. Fühlt sich das weird an. Ist egal. Genau, als wir heute eben so mittags um 12, da guckst du dann so und siehst, aha, und das hier soll die Sonne im Zenit sein. Das bringt mir ja richtig viel, dass du da stehst, Kollege. Ich weiß, der hält auch nur an der für ihn vorgesehenen Haltelinie, aber das bringt mir mal als Bus so gar nichts, weil das ist nämlich genau der Punkt, wo ich nämlich ausschwenke, wenn ich ausschwenke. So, muss ich nämlich genau hier durch. Ja gut, und natürlich kann er halt auch nicht vor dem Bü hier stehen bleiben, obwohl, glaube ich, der Draisinen-Bahnhof jetzt nicht so das Zentrum der Welt ist. Vulkanstraße. Ist da vorne ja schon wieder. Die Leute sind echt faul hier. Alle 3 Meter eine Haltestelle, du. Wir können durchfahren. Finde ich prinzipiell schon mal ganz gut. So, da ist auch keiner. So, freuen sich die Fahrgäste bei dem Wetter, da natürlich gegen zu heizen, oder? Hier Kampfstraße. Eng. Ich kenne nur leider die Strecke nicht, ne? Ich muss sagen, ich fahre die Linie dafür zu selten. Von daher sind wir da, glaube ich, ganz gut. Also deren Hofen ist nicht so der Bereich, wo ich mich jetzt oft aufhalte. In Omsi jetzt, deswegen, ja. Wie gesagt, also hier ist ein Stopp. Stimmt, hier ist ja dieses hässliche rechts vor links. Das ist immer sehr assi. Das schaffen wir locker. Wenn wir jetzt ein bisschen aus dem Quark kommen hier. Da tut er ja zum Glück ganz gut. So, aha, guck mal, jetzt sind wir hier. Ich würde sagen, jetzt fahren wir mal so ein bisschen nach Haltestellenansagen, wo wir denn hin müssen. Aber ich glaube, dann kommen wir halt nicht mehr an. Ich würde heute gerne, ganz gerne pünktlich sein. Heute ganz gerne, gerne, gerne. Gerne, 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 genau. So, Dernhofenmarkt oder wo fahren wir hin? Valentowitzstraße. Ist das Richtung Dernhofenmarkt? Das ist aber Dernhofenmarkt. Okay, dann weiß ich jetzt zumindest grob, wo wir hin müssen. So, Haltestellenbremse. Haben wir Kollegen gesehen? Die AVG, den fahren wir jetzt gleich mal hinterher. Guck mal, den kriegen wir aber. So, bis der da links abbiegt, ist eh noch nicht grün, oder? Nee, guck mal, den kriegen wir locker. Oh, Kollege. Ist das nicht knuffig? Ein knuffiger Kollege. Gut, ist halt ein, ein Gelenkbus, aber immer noch top in Schuss, glaube ich. Ja, kann man nicht anders. Kann man nicht anders sagen. Gut, das Modell hier ist auch ein bisschen älter. So. Bisschen länger als ich. Ist eigentlich noch die 23 und hat eine exorbitante Anzahl an Fahrgästen nicht. Naja, gut. Boah, jetzt haben wir dem seinen Motor halt. Okay, wir sind auch theoretisch wesentlich näher an seinem Motor, als wir an unserem Motor dran sind. Von daher kann ich das nachvollziehen, dass das vielleicht ein bisschen deutlicher hörbar ist. So. Also wenn ich mal irgendwo eine, Mist, mir fällt gerade das Synonym zur Bahn nicht ein. Keine Ahnung. Eine Jazz-Lounge eröffnen möchte, dann nenne ich sie auf jeden Fall hörbar. Ja. Und das, also das mit der Bar, das bringt noch so unglaublich viele lustige, also nicht lustige, aber bringt noch so unglaublich viele Wortwitze mit sich. Ja, lohnt sich auf jeden Fall, auch wenn ihr mal Bock auf Witze habt, dann ist das auf jeden Fall immer eine super Steilvorlage mit dem Bar. Ja, gut. Keine Ahnung. Und noch irgendwas mit Reifendruck und Bar ist, glaube ich, auch mal eine ganz gute Sache, ne? Keine Ahnung, wenn man jetzt eine Lokalität zum Konsumieren von Milchmischgetränken nebst einer Tankstelle Luftauffüllstutzen eröffnet, dann ist das dann irgendwie, keine Ahnung, die 3,5 Bar oder sowas. Das ist auch ein Premium-Witz, der ist gerade frisch erschienen. Das ist einfach ein
Das ist einfach hier 2020 Qualität, so wie sie jetzt hier in dem neuen Jahrzehnt auch einfach zu erwarten ist. Ne? Ich glaube auch schon, dass ihr damit wesentlich größerer Margen über dran gegangen seid. Ich glaube, dieses Jahrzehnt wird alles anders. Das wird genau euer Jahrzehnt. Das wird das Jahrzehnt des Let's Plays. Und hier wird es wahrscheinlich nicht 2000... Also, ne, die 10er Jahre waren eher so die Jahre des Let's Plays. Das ist irgendwie jetzt... Hat sich das also ein bisschen so gewandelt. Das ist ja eher so in Richtung... Das ist so ein bisschen in sich abgeschlossene Gaming-Videos. Es hat ja eher so übergegangen. Von daher ist, glaube ich, das Jahrzehnt des Let's Plays ist eindeutig vorbei. Bitteschön. Das ist zu wenig Rückgeld. Boah, dann nimm halt schneller dein Rückgeld, bevor ich es wieder wegnehme. Sorry, aber irgendwo... Achso. Da kriegst du aber kein Kneeling. Ach doch, da kriegst du trotzdem Kneeling. Ach, weil ich ganz hochgefahren war. Ach, Omi. Dankeschön. Jetzt ist aber gut hier, ne? Ja, irgendwo müssen wir auch mal losfahren, ne? Jetzt sehe ich auch irgendwo einfach nicht mal ein, hier stehen zu bleiben. Um sie so... Ach, stehen bleiben? Wenn du mir schon das Stichwort gibst. Ich könnte vielleicht mal die Standheizung ausmachen. Rips da. Und vielleicht die Umluft. Also, komm, wir schalten auf... Ach nee, komm. Den Witz bringe ich jetzt... Doch, komm. Wir schalten auf Ober-Unterhitzung. Wir machen die Umluft aus. Für die Leute, die den Witz nicht verstanden haben, dass dieses Ding, was ich da gerade ausgemacht habe, das oben heißt Umluft. Und zwar nicht, weil wegen wie ein Backofen, sondern... Das ist wegen, damit du nicht die Frischluft von außen nimmst, die ja in der Regel kühler ist, als die schon ein bisschen Heizluft innerhalb deines Fahrzeuges. Und somit erreichst du einen schnelleren Heizeffekt, wenn du die Luft aus deinem Fahrzeug ansaugst, die dann erwärmst und dann wieder ausspuckst, ist das in der Regel mehr Heizkraft, als wenn du Frischluft nimmst. Allerdings ist Frischluft halt, cooler, Nee, aber ist halt angenehmer von der, ne, von allem her und so. So, mal schön in der 25 hier. Ist doch ein... Nee, ist nicht der 15-Meter-Wagen. Hab schon gedacht. Die sind rot, ne? Die von Andresen, die 15-Meter-Wagen, die sind, glaube ich, rot. Von daher, das... Okay, sonntags gibt's hier keinen 15-Meter-Wagen. So muss ich auf der Linie. Guck mal, die ganze Zeit hinter KI-Bus, ne? Ist das irgendwie normal? Oh, 19 Grad haben wir schon. Krasses Ding. Die Frage ist, ob er die Temperatur hält oder ob er jetzt... Oder ob er darüber hinausgeht, das wissen wir natürlich alle nicht. Möchte jemand mit? Nee, möchtet mit, okay. So, mal kurz sagen, wie wär's denn, wenn du losfährst, Kollege? Sehr geile Idee. Da bin ich voll und ganz bei dir, da sehe ich uns beide, ne? Beim Losfahren, das ist eine Tätigkeit, die man als Busfahrer, glaube ich, ab und an mal macht. Und genau, ich glaube, für heute ist das ein super Plan. So. Ist doch wieder da rechts ab. Genau, und der Kollege wird es gerade ausfahren. In Richtung Alheim über Dernhofen Klinikum. Okay. Ich glaube, dem ist es ein bisschen warm. Der steckt da so seinen Kopf so ein bisschen raus. Ne? Der ist, glaube ich, mit der Temperierung des Busses nicht ganz einverstanden. Ist das der... Ach, das ist der A20. Ah, okay. Ist der A20. Ja, muss der Kollege aber mal die Umluft ausmachen. Mensch, ins Kinder mit der Luft kriegt der Arme. Achso, haben wir nicht einen extra AP-Gefeil? Wir haben sogar einen extra AP-Gefeil, den sehe ich noch nicht durch meine exorbitant große Anzahl an Spiegeln, die wir hier vorfinden. So, und hier ist eindeutig wichtig und zu sehen, dass Hauptsache der Fahrradweg ist geschippt. Der ist nämlich hier komplett freigeschippt von Schnee her, ne? Ich finde, der Repaint steht im Bus. So, wollte ich nur mal irgendwie... angemerkt haben. So, was sagt denn die Temperatur? Ne, ich glaube, wir bleiben ungefähr bei der Temperatur. Dann passt das. Schönen guten Tag. Hallo. Hallo. Und sei es auch nur, weil wir jetzt irgendwie hier die ganze Zeit die Tür aufmachen. Aber passt ja auch, ne? Hauptsache, die Temperatur stimmt. Himmelsee. Der Himmelsee. Ist die Himmeltherme nicht da irgendwo um den Weg? Ich glaube ja. So, kein Zug heute, gut. Ich glaube, bei dem SEV standen wir da immer und neben dem Schulbus standen wir, glaube ich, da und hatten einen Zug. So, ach, der will nach links. Das könnte wehtun. Nee, easy. So, fällt aufs Gas treten.
So, ich bin ja mal gespannt, wie sich das denn so schneemäßig so dieses Jahrzehnt über entwickelt. Ne, eigentlich interessiert mich bloß das kurzfristig, aber keine Ahnung, weiß nicht, ob da noch was zu erwarten ist. War ja irgendwie am Ende des letzten Jahrzehnts war es ja zumindest einigermaßen kalt, wenngleich auch irgendwie ohne Schnee. Bin ich mal gespannt, ich kann mal Tee trinken. Also ihr merkt schon, was auf jeden Fall bestehen bleibt, sind die klassischen, Josh sagt in der einen Sekunde das eine und schwenkt dann das andere um. Das hat sich jetzt nicht geändert. Also ändern werde ich das jetzt nicht. So genau nach dem Motto, ne? Man muss einfach mal ein bisschen... Hallo. So, und zu die Hütte, ne? Damit das schön warm bleibt hier drin. Ah, schöner CF-Sound hier, finde ich. Ja, gefällt mir. So. Dankeschön, Dankeschön und Dankeschön. Kilianstraße. So ist das. So, das ist frei. Und Hauptsache hier, die Baumarkierung kann man sehen. Das ist wichtig. So, ist er denn jetzt schön? Ja, wunderbar. Ich glaube, da hält echt die 18 Grad. Ich glaube, das... entweder ist das meine neue Heizeinstellung, die dazu führt, dass wir zufällig immer die Temperatur halten. Oder es ist tatsächlich Absicht. So, Oma, können wir mal Liedling reinklatschen hier. Mitten ins Gesicht. Nee, das meine ich jetzt freundlich. Guten Tag. Hab ich das Liedling jetzt... Ich hatte das tatsächlich drin. Okay, ja gut, dann war das... Dann passt das. So. Ich mache das Auto-Leading aber auch nur da an, wo man es braucht, ne? Da, wo wir die Leute von den klassischen Einzelpersonen-Verkehrsmitteln weglocken wollen, wegen Auto-Leading. Die 811 als Solobus? Ich bin der Meinung, dass da irgendwas nicht ganz... Das war doch mal der Capacity. Okay, krass. Da ist gleich die Himmeltherme. Wunderbar. Aber das hat mich jetzt so ein bisschen gewundert. Ne? Weil eigentlich ist doch... Okay, dann haben wir das irgendwie wohl... So. Stoppschild. Was ist das dafür, dass ich diese Lücke nicht nutzen kann? Aber die hier, ne? Ach, guck mal. Finde ich gut, dass die Linksabbiegerspur nicht ganz... Okay, die ist trotzdem knapp da dran. So. Ja, oh, schau mal, der schöne See. Sieht sogar ein bisschen zugefroren aus. Ich weiß, dass Umsee das nicht kann, aber mit dem reflektierenden hellen Licht sieht das tatsächlich so leicht angefroren aus, hier bei den minus 6 Grad Außentemperatur. Wollte gerade schon sagen, wir sind aber schon richtig hier, ne? Genau, da geht es dann hier so einmal zur Therme, dann so links rein. Ey, so langsam erinnere ich mich mal wieder. Wisst ihr noch damals? Letztes Jahrzehnt. Boah, ist schlimm, gell? Ist ekelhaft, diese letztes Jahrzehnt-Witze jetzt. Boah, es ist wie die, die Ende 2019 immer so Sachen geschrieben haben wie, boah, überleg dir mal, in einer Woche ist A, nächste Woche, B, nächster Monat, C, nächstes Jahr und D, nächstes Jahrzehnt. Boah, krasses Ding, ey. Boah, Digga, schwör. Und so Sachen. Also es hat mich irgendwie, wenn wir beim ersten Mal lesen, ist das ganz interessant. Weil, oh, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber wenn man es dann ungefähr das 500. Mal hört, ist das irgendwie... Weiß ich auch nicht, ne? Ja, na, ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Diese ganzen Posts gab es wahrscheinlich auch, obwohl ich jetzt nicht aktiv bin, wahrscheinlich ist das irgendwie über da, wo ich es hergelesen habe, wahrscheinlich von irgendwelchen Instagram- oder Facebook-Seiten, die immer so einen Scheiß posten, wahrscheinlich irgendwie übernommen, könnte ich mir tatsächlich irgendwie vorstellen. Ja, auf jeden Fall hat mich das irgendwie... Ja, bin ich froh, dass das vorbei ist. Und ich glaube, ich mache es jetzt nicht besser mit dem neues Jahrzehnt. Naja. Gut, zu dem neuen Jahrtausend konnte ich dann, glaube ich, noch nicht so viele Witze machen damals. Aber, ja. Ja, Klein Josh hat schon damals im Kindergarten-Grundschulalter Witze über... Ja, bestimmt. Genau, da sehe ich mich auf jeden Fall. Johansenstraße. So, und wo sind wir angelangt heutzutage? Josh spricht Ansagen für virtuelle Verkehrsbetriebe. Geil. Genau da sehe ich mich auch. So, guten Tag. Fahrschein, das haben wir doch alles hier mit dabei. Unverkauft. Fahrkarten wie von Geisterhand. Weil ich, wahrscheinlich hätte ich die Readme lesen müssen, damit ich sehe, wo das Verkaufsding ist. Oder ich bin einfach unfähig. Was jetzt durchaus auch nicht die unrealistischste Möglichkeit ist. Wenn ich Seite links gefahren wäre, dann hätten Rechtsabbieger an mir vorbeiziehen können. Da ich allerdings anscheinend Assi bin, mache ich das nicht. Ja, genau. Der hier könnte nämlich sonst fahren, wenn ich da links wäre. Allerdings ist das irgendwie knapp. Und ich brauche auch ein bisschen Platz. Ich bin Bus. So, ganz einfach.
Umweltschutz nutzt den Bus, exakt. Genau. Guck mal, da ist sogar schon auf dem ungefähr gefühlt 30 Jahre alten Repaint hier drauf, ne? Die wussten das... Oh, nee, Josh, lass das mal mit der Stimme. Aber ich glaube, das war in der Fail-Aufnahme drin, dass ich nicht so sprechen sollte. Ich glaube, ja. So, die Herr-Stimme ist auf jeden Fall... versucht jetzt ein bisschen hintergründiger zu werden. Ticken vor, aber keine Anforderungsampel, gell? Aber ich könnte es einfach mal probieren. Guck mal, auf einmal wird es grün, ne? Also das weiß ich jetzt, weil die Fußgängerampel gerade rot geschaltet hat. Das ist zumindest schon mal ein Zeichen, dass sich an der Ampelphase jetzt bald was ändern wird. Es kommt noch die Schutzzeit wahrscheinlich dazwischen. Entweder bekommst du irgendwie Linksabbieger grün. Vermutlich. Ihr da. Ah ne, hä, warum die gerade Ausfahrer? Hä, what the fuck? Jetzt ist da wieder... Ich fühle mich gnadenlos verarscht. Der war gerade rot für die Fußgänger. Das finde ich jetzt aber... Ja, ne? Bei euch so Verspätung. Ja, easy game hier. Jetzt aber. Genau, jetzt haben wir den Linksabbieger wahrscheinlich grün, mit der da einer ist. Oder ist es ein Geradeausfahrer? Das ist ja genau. Dann kommen wir jetzt aber dran. 3, 2, 1, 0,5. Sag mal. Also. Schwups. Ist da jemand? Ist da jemand? Ist da jemand? Nö. Tschüss. Ich fühle mich irgendwie komplett ignoriert, aber es ist auch nur so ein, persönliches Gefühl. Fachmarktzentrum. So, genau. Da sehe ich uns auf jeden Fall eher als an der roten Ampel. So, apropos rote Ampel, ich versuche das hier mal ein bisschen zu preventen. So. Ja, wunderbar, das ist ja, ist ja schön. Ist ja ein Highlight mal wieder, ne? Ja, also, ne, es ist, sehe ich nicht, so. Ach, wir biegen hier links ab. Wir fahren da gar nicht. Dernhofen, S-Bahnhof, irgendwie Dings, da gibt es auch noch einen S-Bahnhof-Gedöns. Achso, kommen wir mal das Kneeling hier rein, so. Und vielleicht mal deinen Warnblinker. Guten Tag, hallo. Hallo. Und hinten einmal zu, damit wir nämlich auf die linke Spur können. In der Hoffnung, dass uns dann vielleicht einer reinlässt. Ich blinke links. So. Ganz einfach so. Ganz ehrlich, don't care. So, die sollen sich mal nicht so anstellen. Und wenn, dann hinten. Das ist auch ganz wichtig. Wenn schon anstellen, dann hinten. So haben wir das alles damals immer mal gelernt. So. Das ist aber ganz schön eng. Augustastraße. Und irgendwie wirkt die Linie länger, als ich sie mir in Erinnerung hatte. Aber ja, es ist von der Streckenführung komplett hin. Wir müssen ja zur Vero-Siedlung. Was macht der Kollege da? Der hat den Schlenker tatsächlich gemacht. Okay, hätte ich jetzt bei dem Schnee nicht gesehen. So. Das war jetzt ein ungünstiger Zeitpunkt. Wobei, wann ist schon ein günstiger Zeitpunkt zum Nachladen? Man würde zwar sagen, wenn man steht. Allerdings, wann steht man denn mal? Warum sie fahren? Dann bewegt man sich ja nicht vorwärts. Dann gibt es auch keinen Grund, hallo, die nächste Kachel zu... Ja, okay. Hallo. So. Und raus mit uns. Der fährt raus. Die sehe ich ja schon mal. Nee, wunderschöne und tolle Sache. 20 Tonnen. Ja, nee, so schlimm ist es noch nicht. So. Hiddinghaus. Wir müssen uns doch aber bald in 30. Seid euer Ernst? Warum zur Hölle? Ah, das ist. Ich finde das hier mega cool mit dem Wasser und so. Aber warum ist es hier 30? Hat das irgendeinen tieferen Sinn? Ich vermute mal ja, aber what the fuck? Was ist, wenn mir das ein bisschen egal? Nee, ist mir natürlich nicht egal. Bei dir weiß ja nicht, wie schnell ich fahre. Muhaha. Noch nie. Ist ja nicht, als ob wir schon genug Verspätung hätten, ne? Aber guck mal, dafür können wir jetzt hier mal den schönen Radfahrer-Absteigen-Fußweg-Brücke-Dingens da sehen. Die habe ich bisher noch nie so wirklich wahrgenommen. So, oh, er ist schon grün. Krass.
Vielleicht, weil ich auch nur nie angehalten habe. Hm, das ist möglich. Wobei, warum wurde die Ampel denn rot? Da war doch gar keiner. Also du wartest. Dankeschön. Oh, warum fahre ich denn hier 30? Also nicht, dass ich... Ach, da vorne ist hier ein Blitzer. Ich habe genauso, dass ich mich mit Straßenverkehr verhalten. Nicht 30 fahren, weil es da steht, sondern weil das Geld kostet. Ja, aber bei vielen wirkt es halt sonst nicht anders, ne? So. Und ich meine, vom schmalen Busfahrergehalt hier, da kann man halt auch irgendwie... Könnte das auch schwierig werden. Boah, Leute, in der Kurve auch noch. So. Da versuche ich mich mal durchzusneaken, bevor der da ist. So, ist das da vorne schon die Vero-Siedlung, so ganz grob? Die Anzeichen davon? Ach nee, ist glaube ich doch, das könnte... Ich weiß es nicht genau. So, nee, die braucht kein Mensch mehr. Haben wir... Ach, wieder keine Sicht nach hinten. Das triggert mich ja jedes Mal, wenn ich keine Sicht nach hinten habe. Es ist irgendwie... Ah, habe ich denn eine Sicht in... Ja gut, dann kann ich jetzt ein bisschen quasi Schulterblick machen. Da hat sich das Getriebe kurz verschluckt, glaube ich, ne? Osttangente. Genau, das ist schon hier die Osttangente der Vero-Siedlung. Von daher sind wir schon mal gar nicht so schlecht mit dabei. Das war jetzt nicht so geplant. So, bleibt mal bitte den Gang bei. Genau. Maps. Okay. Lass er da besser mal. So, und ihr wollt es wahrscheinlich einmal da in eine Wohnsiedlung rein. So. Einen schönen guten Tag. Hallo. Was sagt die Temperatur? Easy 19 Grad. Okay, dann hat er wohl irgend so eine Art Thermostat. Lässt du mich rein oder muss ich... ich darf tatsächlich. So, das ist die Assi-Einfahrt des Todes. Okay, ja gut. Also wenn man da in dem Winkel da ranfährt, wie das für Autos gedacht ist, dann langt das halt gar nicht und so passt das einigermaßen. So. So ist es. Genau, da sind wir auch schon da, ne? Oh, wir geht gleich weiter. Ja, die nächste Fahrt ist gleich ein bisschen verspätet. Vorteil ist halt, es sind ja quasi durchgebundene Linien. Das heißt, wir wechseln jetzt auf die vermutlich 821, so wie es da steht. Genau, weil das eben so wechselseitig sich austauschende Umläufe sind. Und das heißt, wer da einen Anschluss kriegen muss, der sitzt halt schon im Anschluss. Von dem her ist halt mal nicht so schlimm. So, jetzt aber Abfahrt da vorne. Ach, guck mal, das ist ja meine Lieblingsgeschwindigkeit. 30, ja mega geil. Ich bin auf jeden Fall sehr amused. Ganz sicher. Guck mal, da vorne ignoriert das aber auch gekonnt. Hm, Vorteil? Er wird zuerst geblitzt und ich kann immer noch abbremsen. Was? Das ist, glaube ich, auch das Geheimnis einiger Drängler oder sowas. Die, weißt du, wenn du schon irgendwie so 67 fährst, wo 60 erlaubt sind, und die schieben dann trotzdem noch, die denken sich dann, naja, mir ist das egal, wenn, dann wird der vor mir zuerst geblitzt und ich gehe dann ja trotzdem. Ich kann dann noch bremsen vielleicht, im Zweifel. Aber das finde ich schlimm, wenn du eh schon quasi über der Geschwindigkeit fährst und Leute drängeln dich noch. Das finde ich, nicht gut. So. Tschüssi. So. Vero-Siedlung. Dieser Bus hat sein Fahrziel erreicht. Bitte steigen Sie aus und denken Sie daran, Ihre persönlichen Gegenstände mitzunehmen. Wir bedanken uns für Ihre Mitfahrt und hoffen, Sie bald wieder als Fahrgast begrüßen zu dürfen. Sehr geehrte Fahrgäste, bitte beachten Sie, dieser Bus fährt im Anschluss weiter als Linie 821 in Richtung... Kann ich nicht lesen, weil die Sonne so stark leuchtet. In Richtung Ostschanze. Dieser Bus... Fährt weiter als 821 Richtung Ostschanze. Wer dahin muss, kann gerne sitzen bleiben. Ja, das ist den, glaube ich, relativ wumpe. Naja, gut, okay. Der Kollege übernimmt. Wir sind tatsächlich auch schon für die nächste Fahrt zu spät. Ich glaube, das werden die Fahrgäste überleben müssen. Ansonsten bedanke ich mich an dieser Stelle recht herzlich fürs Zuschauen und fürs dabei. Wir sehen uns einfach das nächste Mal wieder beim Let's Play Omni 2. Macht es gut. Bis dahin könnte man das aus meinem Thumbnail rauslaufen. Aus meinem schönen Endcard-Dingens-Screen. Wenn ich mal wieder dran gedacht habe. Naja gut, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.